Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Fehlfunktion Deckenlampe, ja, Elektronikproblem überall, vorne und hinten, aber das wird uns nicht aufhalten. Hoffe ich zumindest. Suchen weiter Technologie. Das sieht aus. So, Ember geht erkunden. Und wir müssen noch mal wen anders mit viel physisch. Wer hat noch viel physisch? Xiao nehme ich mal raus. Die soll nämlich weiter abbauen. Hugo würde gehen. Nehmen wir Hugo. Dann schicke ich Hugo los. Nochmal für die Erze. Hugo. Ja, du sollst nicht nach Treibstoff suchen, du sollst nach Elektronik suchen. Gut, die ganze erste Elektronik geht alles in die Reparatur rein, was jetzt kommt. Aber immer wieder mal geht auch eins hier in das Relay. Es fehlt doch tatsächlich gar nicht viel Carbon. Hätte ich nicht gedacht. Ja, da kommt ein bisschen Müll. Fehlen halt wirklich die Früchte, ne? Aber vielleicht finden wir die ja auch noch. Wir sind ja ein bisschen unterwegs. Theoretisch, wenn die nicht so viel Schlaf bräuchten würden. Hier weiß ich nie, zählt der hoch, zählt der runter? Zählt der hoch, dann wieder runter? Hier kommt ein Angriff? Hab ich gar nicht mitbekommen. Einmal wieder einsteigen. Okay, wenn die im Nahkampf sind, dann können die keinen Fernkampfangriff machen. Also die treffen einfach nicht. Ja gut, das sind jetzt auch nicht die besten Schützen gewesen, ne? Hm.
Hat ein bisschen Schaden bekommen. Wir dürfen die auf jeden Fall nicht kaputt gehen lassen. Das wäre bitter. Dann haben wir ein Problem. Okay, es ist zumindest wieder alles repariert. Ich finde es sehr interessant, dass wenn überall Sachen abstürzen können, die die Landschaft verformen, und wir das nicht rückgängig machen können. Was passiert, wenn so ein Ding auf ein Gebäude abstürzt? Kann das überhaupt passieren? Könnten wir hier nicht eigentlich auch Elektronik drucken? Fleisch, Geflügel. Drucker. Wir haben noch einen 3D-Drucker für Nahrung. Für Material haben wir ja hier. Kostet 20 Strom, dann könnten wir Nahrung drucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wichtig ist. Schön eins reingesetzt. Schon gewundert, warum beide nicht gleichzeitig Elektronik herstellen. Also die Carbon-Türme finde ich optisch ziemlich cool. Warum machst du die kaputt? Das muss doch nicht sein. Es wird langsam wieder warm, ne? Das heißt, wir können die Ulfen hier... Ach krass, wir hatten die im Winter gar nicht an. Okay. Minus 9 Grad, aber hier gammelt was weg. Noch 10.
Ich habe einen Datenspeicher des Schiffs entdeckt. Das kleine Modul enthält Teile des Schiffsspeichers. Flugprotokolle, Besatzungsprofile, persönliche Mails. Geh sofort dahin. So. Der Datenkern eines großen quarzähnlicher Säule mit einem kaputten Türmel strahlt ein schwaches Licht aus. Ich fand schnell heraus, dass dies ein Teil der Schiffsbibliothek war und griff auf die Enzyklopädie für Notfälle zu. Ich hatte bereits einige Notizen gesammelt, als Datenkern endgültig dunkel wurde. Davon werden wir profitieren. Schaltet einen neuen Durchbruch für die Forschung frei. Solarpedals! Carbon-Windräder, nehme ich auch. Das heißt, ich werde jetzt diese ganzen Carbon-Windräder abbrechen. Wenn ich die umbaue? Nee. Gut gemacht. Werde die ganzen hier pausieren. Und dann werde ich jetzt hier nach und nach... Hä? Ah nee, muss ich erst forschen. Werden wir die hier dann abreißen wahrscheinlich? Oder wir lassen sie stehen? Ein neues Insektennest. Ist das weit weg? Ja, ist auf dem Berg. Gut, das Insektennest, was auch bei uns war, war auch riesig, ne? Im Gegensatz zu denen hier oben. Spannend, wie viel die Carbon-Windräder bringen. Auf jeden Fall kosten sie auch eine Elektronik. 4 bis 40? 80, die würden das Doppelte bringen. Hier ist nur ein Teil zum Abbauen. Aber wir werden Carbon brauchen. Oh, ich dachte, die Windräder würden kein Carbon brauchen, sondern einfach mehr Teile. So, hier war ja noch eins, ne? Hier
Hier ist auch... Hier ist nicht wirklich mehr. Da oben ist nur Erz. Hier ist noch eins. So, dann können wir den auch abbauen. Und dann war hier oben noch was. Die holen wir auch noch schnell weg. Wo waren die denn jetzt? Da. Hier ist auch wieder mehr. Hier können wir einiges rausholen. Gut, dann könnt ihr wieder zurückgehen. Das ist ein bisschen weiter weg. Alles fürs Carbon. Aber dafür einiges. Gute Arbeit. Ja, da müsste Xiao erstmal wieder genug zu tun haben. Ich lasse sie doch erstmal wieder bauen. Aber die kosten 2 Elektronik. Dann spare ich lieber die Elektronik. Tatsächlich ein bisschen mit der Windkraft beschäftigt für Kleinkraftwind, Kleinwindkraft. Und das ist ja ein senkrecht. Wo ist der? Senkrecht. Die Senkrechten bringen tatsächlich gar nicht. Also die Senkrechten haben halt den Nachteil. Die sehen zwar geil aus, aber die produzieren immer genauso viel, wie auch die Windgeschwindigkeit ist, ne? Während die hier mehr produzieren, also die könnten sich schneller drehen, als der Wind die antreibt. Durch die Form. Die werden doch bestimmt irgendwann aggressiv. Warum rennen die auch alle in die Fallen?
So, die Carbon-Windräder sind durch. Alter, das sind die Tulpen. Boah, das gibt's doch nicht. Die greifen direkt an. Weil die immer so nah sind. Wieder. Hugo ist verletzt. Wieso hat denn Kater Schaden erlitten, wenn er in dem Mech ist? Der ist doch da gesichert. Sollte er sein. So, der ist aber schwer beschädigt. Der wird jetzt repariert. Ich glaube, wir schicken Ember direkt wieder los. So. Jetzt muss man hier vorangemacht werden. Xerhaus wieder nur am Schlafen. Hat die denn hier oben schon mal was weggeholt? Ja, sie war zumindest schon mal hier. Ich glaube, das andere ist einfach schon leer gelootet, deswegen habe ich hier jetzt... Nee. Ist aber auch schon leer geholt. Und das hier hinten? Das hier irgendwo war? Oh, hier ist noch ein großes. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Hier war noch keiner. Ist auch ein weiter Weg. Noch 7.
Oh, der braucht aber auch lang zum Reparieren. Egal, er hat auch viel Gesundheit. Einfach mittendrin aufhören. So, ich sehe ein ziemlich großes Loch im Boden. Es sieht aus wie ein Tunnel. Der Tunnel endet in einer winzigen Höhle, in der mehrere kleine Kisten gestapelt waren, die alle mit einer dicken Schicht aus Schmutz und Staub bedeckt waren. Während ich sie bewegte und ihren Inhalt überprüfte, begannen die Wände zu bröckeln. Was, wenn ich hier lebendig begraben werde? Schnapp dir eine Truhe und hau ab. Ember will ich jetzt nicht unbedingt verlieren. Könnte den natürlich auch stabilisieren, ne? So, markiere die Stelle, komm später zurück, nimm Materialien mit, stabilisiere die Höhle und loote alles raus. Was hat sie jetzt denn in der Kiste? Oh! Nicht schlecht. Vielleicht hätten wir doch alles. Koste es, was es wolle. Nimm alles. So, damit hätten wir auf jeden Fall genug Carbon. Es muss nur transportiert werden. Wir haben auch sehr viel Nahrung auf Vorrat, dass ich das mal erleben darf. Ach so, liegt an den Notrationen. Vielleicht sollten wir hier ein Regal reinmachen, auch mit Silizium, damit er nicht so weit laufen muss. Machen wir hier alles abwählen. Material zum Herstellen, Silizium. Ah, eine neue Tachyonquelle, okay. Was steht denn da drin? Ach so. Das heißt, jetzt könnten wir eigentlich auch gut Carbonkleidung herstellen, aber Vivian ist beschäftigt. Ember kann direkt wieder durchstarten. Baut die Tulpen jetzt hier. Ich finde es halt lustig, dass die hier so aussehen. Und hier... Ach nee, hier sehen die auch so aus. Weil es gibt so auch so eins, die gehen halt hier so... Wie so eine Null. Die gibt's auch. Also die sind nicht so verdreht, sondern die sehen einfach nur wie so eine Null aus.
Noch 4. Und dann kommen die Stromprobleme. Aber werden wir es in der nächsten Folge schaffen, es fertig zu bauen? Werden wir es sehen? Das werden wir dann erfahren. Also, bis dann. Ciao.